Naja, meistens und all that shit. Ich werde es wieder nicht machen wahrscheinlich, weil ich einfach kein Glück habe. Oh, mal Zeitlupe. Too friendly, too friendly. Kann er mal den Typ an der Kasse spotten? Juckt den halt einfach überhaupt nicht. Spottet zwar den Typen, der vorm Kiosk steht, aber nicht den Typen, der an der Kasse steht, natürlich. Okay. RIP. Ja, ich bin RIP. Definitiv. Oder nicht? Interessant. So. Ey, das sieht ja so... Boah, Leute, es sieht so aus, als ob ich mal Glück mit meinem Spot vom Civi hab. Das ist ja hier nicht zu fassen, ist das hier. Ich ihn ja jetzt ganz entspannt hier nach hinten bringen, ohne mich anzustrengen. Na Mensch. Mal noch ein bisschen in diese Richtung hier. Komm. Das sieht doch gut aus. Geht er hier runter, dann kann ich hier rein und hier nach oben. Das übliche Warten hier und... Ich habe mir heute früh zu viel Haarspray in die Haare geklatscht und jetzt klebte das gerade an meinem Kopf fest. Das war nicht sehr angenehm. Na. An der dicken komme ich nicht vorbei. Das ist ungünstig. Achso, und die Guard kommt jetzt gleich hier. Ja. Danke fürs Spotten der Guard. Spiel, danke. Oh! Oh! Alter! Wie viel kriege ich denn hier schon an Türen? Ich werde hier komplett zugeschissen vom Spiel, werde ich hier. Alles klar. Haben wir schon mal auf Anhieb 3 von 5 Türen, das ist doch etwas. Oh Gott, das... Also ich glaube, ich habe entweder direkt beim ersten richtig oder wirklich nur das allerletzte. So ein Zweier, wie ich ihn jetzt hatte, ist eigentlich relativ selten bei mir sogar. Was schon an sich irgendwie traurig ist. So, er jetzt da hinten. Cash-Register haben wir jetzt das unten. Wir hatten das von da vorne. Und das von ganz hinten hatten wir, soweit ich weiß, auch. Ja, sage ich doch. Entweder beim ersten oder erst beim letzten. Gut, auf zum nächsten. Haben wir hier schon die vierte? Das ist sehr interessant. God. God, stay quiet.
sieht er denn da die Kamera? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie konnte er da denn bitte eine Kamera spotten? Und wo ist überhaupt der Zivi? Der steht wahrscheinlich gerade vorne in der Kasse, nicht wahr? Ja. Naja, man hat ja Zeit. Passt, würde ich sagen. Sind wir hier unten durch? Auf geht's, zum nächsten. Vier Kilometer habe ich noch, ich brauche mindestens zwei oben. Ne, drei oben, für den DJ brauche ich auch noch eins. So, eins hätte ich jetzt noch irgendwie anderweitig verwenden können, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Ich hätte den unten, wo wir gerade waren, diesen Zivi hätte ich Cable teilen können, dann hätte ich hier oben probieren können, den Quatsch mit Säge zu öffnen. Ich glaube, für den Fall hätte ich mir sogar hier die Guard runtergeschrien. Aber halt, wartet mal, dann hätte ich es ja gar nicht mehr geschafft, oder? Ich habe jetzt noch vier, dann hätte ich hier sie. Nee, dann hätte ich es ja nicht mehr geschafft. Stimmt. Und RNG-technisch sieht auch ziemlich gut aus. Aber wenn jetzt beide hier so großzügig sind und sagen, wir sind raus, dann nehme ich diese Denke doch gerne an. Auf geht's. Down on the ground. Get down on the ground. Down. Follow me. Bringen wir erstmal ihn hier hoch. Wir haben damit schon mal hier oben Glück gehabt, nämlich, also, was RNG angeht, da, also man kann, ich kann eigentlich einiges, aber über diesen Run, RNG-technisch, absolut nicht klagen. Perfekt. Perfection. Noch einmal kurz einen Spot, ob hier gerade einer von den zwei Roman in der Nähe ist. Wenn nicht, kann ich den nämlich auch ganz kurz wegbringen. Einfach nur damit er zur Sicherheit, damit er nicht direkt gespottet wird, das kann auch passieren. Sollte er eigentlich hier in die Ecke kommen, aber runter! Oh Gott. Stabile Leistung, die ich hier bringe, würde ich sagen. Also, ich weiß ja nicht. Also, vielleicht gerade noch was verkackt, aber ansonsten. Ich meine, alles easy, alles ohne Probleme hier. Jawohl! Dann sind wir auch noch türentechnisch hier komplett durch. Das ist doch nice! Wenn das eine Ecktür ist, kann ich reingehen. Ansonsten warte ich lieber, bis die Guard weg... Okay, ich kann reingehen. Denn der Guard wird in Bälde hier aufkreuzen und das möchte ich nicht. Weil ich dann wahrscheinlich gespottet werde. Und jetzt, wo wir gerade so gut dabei sind, unseren Pazifisten hier durchzuziehen. Gut, da ist die Guard, dann kann ich gleich hier raus. Ja. Dann haben wir alle Cash-Register so mit. Und jetzt gilt es um die zwei ATMs zu öffnen. Jetzt habe ich's. Die zwei ATMs? Nee. Freunde. Boah, aber den... Oh, jetzt weiß ich auch, was die Schwierigkeit daran ist, den Quatsch hier mit Säge zu machen. Oh
muss nämlich dann hinten beim Pyro-Quatsch, darf man den ganzen Quatsch dann machen, ohne den Ziviler drin zu alarmieren, denn sonst, ja, ist RIP. RIP in Pepperoni. Aber so krank bin ich dann auch nicht, von daher. Civi und Guard sind direkt beieinander. Ich sollte aufpassen. Das Schwierigste wird jetzt sein, noch unten den Quatsch komplett unentdeckt anzubringen. Danach mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Wir haben das Schwierigste hinter uns. Das Einzige, was noch schief gehen könnte, irgendwie, ist, dass wir anstatt Capitol Hill Candy, das wäre nämlich auf der Seite, Red Squares bekommen. Das wäre auf der anderen Seite und soweit ich weiß, ist es nicht möglich, Red Squares, wenn man nur ein einziges Mal geht, so zu beenden, dass der Guard nicht die Taschen spottet, weil 18 Taschen kriegt man nicht schnell genug bewegt, was das angeht. Nee, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um. Nicht gut, weg hier. Okay, die gehen jetzt also beide da hinten hin, dann bringe ich hier direkt mal an. Ich sollte zwar eigentlich zuerst dort hinten hinfahren und dann hierher, aber ich denke, ich mache es lieber so. Man könnte sich es auch ein bisschen... Also wenn man das jetzt nur mit Säge machen würde, könnte man es sich insofern leichter machen, zumindest nach den alten Sachen oder generell, dass man auf der rechten Seite dort, wo die stark pigmentierte, voluminösere Frau ist, dass man die dort, nachdem man sie runtergeschrien hat, weil das muss sein, die hat auf jeden Fall das Sägen, dass man... Alter, wie eskaliert denn die Cam hier direkt? Dass man dort die Guard, die dort zusätzlich noch ist, runterschreit. Weil dann muss man nicht auf zwei Guards achten, beziehungsweise irgendwie, wenn man Pech hat, auf drei, sondern lediglich auf eine Guard, beziehungsweise zwei. Und ich habe es tatsächlich auch schon geschafft, den Scheiß aufzusägen, aber dann habe ich es verkackt, hochzukommen. Also... Aber naja, ich will mich jetzt nicht beschweren, bis jetzt läuft es ziemlich gut. Wo ist denn unser Freund? Der ist dahin. Gut. Der ist da hinten und schaut verträumt in der Weltgeschichte rum. So geht es mir aber auch gerade ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wenn ich es jetzt gut schaffe, dann... könnte ich mir ja sogar noch ein Cable-Tie aufheben. Und falls das insofern schief geht, könnte ich bei ungünstigen RNG-Verhältnis bei Red Squares nicht nur einen runterschreien, sondern zusätzlich auch noch den Civi dort fesseln. Und ich möchte noch kurz etwas dazu sagen, nämlich folgendes. Nach alten System hatte man nur einmal runterschreien zur Verfügung. Der nächste musste auf jeden Fall gekillt werden. Und... das war, ich habe jetzt ein Déjà-vu gehabt, weil ich das schon mal erklärt habe. Es geht um Folgendes. Die Guard unten im ersten ATM-Raum, wo die ganzen Gen-6-Saves zu sehen sind, konnte man früher, wenn man sie runtergeschossen hat, dann konnte man dann den ATM, der sich dort befindet, aufsägen. Ohne dass diese Guard alarmiert wurde. Ich weiß, warum sie es gepatcht haben, was, wann, wie, wo, warum, weshalb. Aber das funktioniert nicht mehr. Inzwischen ist es so, dass egal wie man sägt und wo man sägt, die Guard das hört. Da kann man nichts machen. Die Guard hört das und fängt sofort an zu schießen. Da ist man chancenlos dagegen. Da kann man nichts machen. Und deswegen muss man die, wenn man wirklich auf All Possible geht und alles machen will, muss man diese Guard eben herunterschreien. Und... da man jetzt aber nach dem neuen Update ja mehrmals runterschreien kann, würde ich sagen, dass diese Guard in Anführungszeichen
nicht dazu zählt, was das Runterschreien angeht. Man hat einmal Runterschreien frei. Oder zumindest denke ich, sollte es so sein. Und dann, ja. Geh doch runter, du Esel. Einmal runterschreien und dann ist gut. Naja, jedenfalls, einen werde ich, wie gesagt, falls ich Red Squares bekomme, werde ich ihn runterschreien bei Red Squares. Ansonsten werde ich, denke ich, mich bemühen, keinen zu alarmieren. Es sei denn, wir kriegen eine Kacktür natürlich dann schon. Dann hat mir mal erzählt, dass das hier die Live-Aufnahme von einem Alesso-Konzert war, die sie dann hier reingespielt haben. Was genau? Das sah aus wie Civi. Ich frag mich zwar genau, was er gesehen hat. Ach so, ja. Er war wahrscheinlich ganz hinten, ist zurückgegangen und hat beim Zurückgehen eben diesen Civi gesehen. Kann man, denke ich, so stehen lassen. Inzwischen stellt auch der Alesso heißt gar nicht mehr solche großen Probleme da. Früher war es für mich so unmachbar. Aber jetzt... Jetzt ist hier Pazifist All Possible gar nicht mehr so krass. Ey. Und ich weiß, dass mein Mikrofon etwas asynchron ist. Das habe ich bei der PHLS-Playlist gemerkt. Tut mir leid. Wir sollten auch in der Wirklichkeit nicht verkacken. Denn dann schickt er eine Guard zu uns und das wäre unser Ende. Zumal diese Sequenz auch echt nicht schwer ist. Also wenn man da wirklich failen sollte, dann entweder aus purer Absicht, weil man einfach dumm ist. Wie gesagt, das ist ziemlich easy. Deshalb zurücksafen wird nochmal schwer. Und dann, naja, da kommt es darauf an, ob wir Red Squares oder das andere haben. Falls wir Red Squares haben, werde ich mich wohl darum kümmern müssen, dass wir den Civi kriegen. Aber ich hoffe, dazu wird es nicht kommen. Ja, ja, ist gut, Auver. Ich bin auf dem Weg. Ich muss sagen, die Musik von Alessa ist ziemlich nice. Also wenn man das geschafft hat, dann... nice Sache. Also generell, die Musik hier oben ist auch ziemlich nice. Und dann kommt jetzt unsere letzte Aktion an der Pyro-Konsole. War auf jeden Fall ganz nice hier. Aber es wird Zeit zu gehen, meine lieben Freunde. Hast recht. GG. So, jetzt nur noch nach unten kommen. Gut, da ist einer der Guards. Der zweite dürfte dann wohl wahrscheinlich weiter rechts sein. Da ist der zweite, okay. Dann haben wir doch schon mal alle markiert. Das ist doch auch schon mal was Gutes. Das war ja beinahe etwas knapp.
Ja, und der geht erstmal bis ganz hier hin. Wäre blöd gewesen, wenn jetzt das Game abgeschmiert wäre. Ich mach's mir jetzt mal ein bisschen sicher. Also, tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, aber ich werde erstmal warten, bis ich ihn gespottet habe. Und sobald ich ihn dann gesehen habe, wie er weggegangen ist, dann werde ich hier runtergehen. Ich denke, ich kann einmal... Nee, mach ich nicht. Gut, warte. Alter. Nicht gut, dass der einfach anfängt zu sprinten. Oh, schnell runter, runter. Okay, dann haben wir das auch gut geschafft. Na doch, ich denke, ich gehe jetzt auch mal ganz kurz Tee. Nee, wobei, nein. Ich werde das hier noch zu Ende moderieren und dann werde ich gleich mit ihm anfangen zu spielen. Wie gesagt, jetzt ist es nur noch die ganze Scheiße hier fertig cutten und dann abtransportieren. Erhalten wir Capitol Hill Candy, ist der Pacifistron eigentlich in Sack und Tüten, weil man dann nur aufpassen muss, wo die Guard ist. Erhalten wir Red Squares, wird es noch einmal ein bisschen schwer werden, und weil wir nämlich die Guard holen müssen. Das wäre dann auch mein einer Pager, den ich mir erlauben darf, was das Runterschreien angeht. Aber danach... Ja, das ist auch meine Mission, Bane. Die will ich auch. Ja, jetzt sag es mir schon. Capitol Hill Candy, also der geile Spot oder der AIDS Spot? RIP! 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 Was auch sonst. Es musste einfach Red Squares sein. Es musste wirklich, es war dieses kosmische Gesetz. Ich denke, ich werde es folgendermaßen machen. Dass ich... Doch, ja, ich werde es so machen. Ich werde erstmal einen Cam Loop machen. Und dabei dann den Civi-Safe wegbringen. Und dann werde ich in der Gasse, wo es die Geldbeutel gibt, dort den Guard runterschreien. Dann dürften wir damit auch durch sein. Aber das ist schon ziemlich ärgerlich. Bei Capitol Hill Candy hätte ich mich gar nicht mehr anstrengen. Also da wäre easy gewesen, einfach mal so easy peasy lemon squeezy nebenbei. Aber das bedeutet, ja, das bedeutet Arbeit. Was mir dann doch ein bisschen gegen den Strich geht, aber gut. Pass ich hier? Ja, passt. Nein, passt doch nicht. Ey, bin ich jetzt... Ja, ich habe verstanden, Gabe. Ich habe verstanden. Alter. Ey. Alter. Wow. Natürlich. So. Ich hatte für einen Moment kurz Panik, dass sich mein Forklift festgebackt hat, aber durch die Rangierkünste des ungeschlagenen Oliver ist hier alles wieder in Sack und Tüten. 6 dürften wir jetzt hier oben haben von den Bags. Bleiben noch 12. Ach ja, ich habe den hier drüben zuerst dran gehauen. Oder? Nee, den hier habe ich zuerst dran gehauen, genau.
Hau mal den hier noch dran. Und fang schon mal an, die nächsten Geldtaschen in Sicherheit zu bringen. Nein, da habe ich daneben geworfen. Aber ich schwör's euch, Leute, ich krieg so oft diesen scheiß Red Squares Escape und dann noch meistens, wenn ich 4 Pager schon weg habe, da kann ich dann direkt neu starten. Ich glaube, Red Squares ist nur möglich, wenn man die Taschen so, ich sag mal, in 6er-Packs nach oben schickt. Also in 6er-Packs nach oben schicken und dann dreimal hin und her, wenn man da jedes Mal aufpasst. Ich glaube, dann kann man das noch irgendwie hinkriegen. Aber ansonsten, 18 Taschen auf einmal, never. Zumindest nicht alleine. Mit Freunden, ja, also so mit 2, 3 Playern. Pff. Kann ich mir das sogar relativ leicht vorstellen. Man wartet, bis die Guard hinten in diesem kleinen Kabuff ist und dann die Taschen hinter dieses eine Teil da wirft. Kann ich mir das sogar gut vorstellen, aber ansonsten, nee. Dann zählt das jetzt auch als meine reguläre Domination, denn wie ich bereits gesagt habe, ihn kann man ja leider nicht mehr umgehen. Ansonsten hätte ich es gemacht, dann wäre das meine einzige Domination gewesen. Aber so bleibt mir zumindest noch etwas Cash. Cash bin ich denn blöd. So bleibt mir zumindest noch ein Cable-Teil übrig, den. Oder so habe ich zumindest noch ein Cable-Teil übrig, welches ich für den Civic usen kann. Und ich muss sagen, auch wenn ich früher den Alessweist überhaupt nicht gemocht habe auf Stealth, weil der eigentlich Pain in the Ass war wegen eben wegen diesem Start mit den Money Bundles, muss ich sagen, inzwischen mag ich ihn halt sogar relativ. Es ist, glaube ich, schon inzwischen mein 5. Mal, dass ich den mit All Possible Stealthe. Da fehlen nur noch 2 Taschen, würde ich sagen. Damit haben wir zumindest jetzt schon mal das gesamte Geld. Und jetzt heißt es einmal nach oben kommen und dann beim zweiten Mal aufpassen, dass wir den Typen an einer sicheren Stelle dominieren. Eine zweite Möglichkeit wäre natürlich dieses kleine Kabuff bei uns in der Nähe, aber ich habe Angst, dass ihn dann von dort aus die anderen beiden Guards hier sehen. Dieser Fall ist etwas schwierig. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, die ganze Zeit warten, dass die Guards wachsen. So. Jetzt schaue ich es nicht mehr, oder? Doch. Perfekt. Hier kann ich ihn nicht holen, das wäre wegen dem Civi ungünstig. Jetzt muss ich nur gucken. Weil dieser Civi kann manchmal schon ziemlich nervig sein. Da hinten ist übrigens auch okay für den Typen. Hier wird er auch nicht gespottet. Ich glaube, wir kommen sogar um den Civi herum, ohne den Cable teilen zu müssen. Wäre zumindest eine gute Sache. Dadurch mache ich mir nämlich weniger Stress mit der Kamera und allem drum und dran.
Haben wir ein Drittel. Haben wir 7/18. Kann man ja leider nicht kürzen. Dann haben wir jetzt die Hälfte. Und der dicke Zivi macht seine Runde. Okay. Noch 6 weitere Bags, Leute. Haben wir jetzt eigentlich? 14. Nur noch 4. Nur noch 3. Das klappt ja wie am Schnürchen, würde ich sagen. Nur noch 2. Nur noch 2. Und die letzte Tasche. Die vorletzte. Und die vorletzte. Und die letzte. Haben wir alles. Alle 18 Taschen. Jetzt heißt es nur noch durch die Menge entkommen. Der Part, vor dem ich mich tatsächlich am meisten fürchte. Aber okay. Ah. Also. Guard, Guard. Dann ist auf jeden Fall hier hinten schon mal unser Ausweg. Und da ist eine Guard, an der kommen wir gerade mal nicht vorbei. Sind wir durch, meine lieben Freunde? Das war der Alesso Heist mit All of Possible, jedem einzelnen Moneybag, den Free ATMs und allen 18 Taschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wem es gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Um mir zu zeigen, dass ihr es überhaupt gesehen habt. Müsst ihr aber nicht. Aber vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die wirklich bis hierhin durchgehalten haben. Danke. Ja, jedenfalls, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao.